Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute mache ich mal ein Roblox Studio Tutorial für Pros oder für Fortgeschrittene, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt mein letztes Video gesehen. Ihr habt jetzt hier irgendwas. Hier, das am besten jetzt. Und ihr wollt jetzt irgendwas daran ändern. Gut, dann geht ihr hier. Wie gesagt, wenn ihr das hier nicht habt, müsst ihr einmal auf View gehen und dann das hier anmachen. Dann geht ihr hier drauf. Dann könnt ihr halt, glaube ich, hatte ich schon im letzten Video gesagt, die Farbe hier ändern. Sieht aus wie Blut, ne? Naja. Dann könnt ihr bei Materials hier das auch noch so ändern. Kritstecker. So. Allerdings könnt ihr das natürlich alles ändern, wie ihr da lustig seid. Aber ich zeige euch mal, wie ihr jetzt zum Beispiel. Ja, zum Beispiel jetzt mal, ich habe keine Ahnung, dass jetzt hier unten zum Beispiel Loading steht oder so. Dafür geht ihr auf Starter GUI, dann auf Screen GUI. Dann müsst ihr hier nochmal auf das Plus klicken. Dann auf Frame. Den Film müsst ihr euch denn da zurecht zupfen. Ja, müsst ihr halt dann gucken, wie ihr es am besten macht. Ich mach das hier mal ganz schnell hier. Ja, das reicht eigentlich sogar schon, ne? Dann geht er hier nochmal auf das Plus. Text Label. Background. Zack. Dann müsst ihr nach ganz unten gehen. Steht denn hier bei Text Label. Könnt ihr natürlich jetzt auch noch größer machen. Ja, so groß jetzt auch wieder nicht. Kann es mal ja übertreiben. Ihr könnt euch hier das lustig einstellen, wie ihr alle wollt. Und jetzt steht da jetzt Loading. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr jetzt hier schon diesen Rand habt, den könnt ihr einstellen. Ganz oben steht denn hier Border Size Pixel. Ich habe es jetzt immer auf 5 gesetzt. Sieht persönlich schön aus. Ist es aber bei Text Level auch auf 1 immer gesetzt, müsst ihr halt dann auf 0 setzen, damit man hier keinen Strich sieht. So. Steht da jetzt Loading, verschwindet auch nicht. Ist ja jetzt da. Gut. Dann hätten wir das natürlich hier auch geklärt. Und auf jeden Fall, wenn man es nicht weiß, kommt Beispiel. Wenn jetzt du irgendwas anklickst und das hier oben so aussieht, wie es hier aussieht, bei Home. Und hier Kollision und Enter aus ist, dann gibt es ein Problem. Also wenn ihr Kollision anschaltet, jetzt könnt ihr es berühren und so. Allerdings habt ihr jetzt noch nicht Enter an, heißt du könntest es rumwerfen oder so, ne? Dann musst du auch noch Enter anmachen, heißt du kannst drauf springen, also hier oben drauf springen und es geht halt nicht direkt irgendwo anders weg. Und ja. Dann zeige ich euch mal noch was. Ah, ja. Perfekt, das löschen wir gleich mal wieder. Naja, egal. Allerdings, wenn ihr jetzt irgendwas unsichtbar machen wollt oder sonst was, müsst ihr auf Transparency gehen und 1 drücken. Natürlich legt ihr euch denn. Ja gut, unsichtbar ist das jetzt aber nicht, ne? Natürlich gibt es da auch was. Dazu geht er einfach auf die Call. Ich weiß nicht, ob man es ausspricht. Müsste denn hier auch auf 1 gehen. Und dann sieht man es nicht mehr. Persönlich ist jetzt auch nicht, aber ne? Denn nervt euch das nicht. Könnt ihr auch bei anderen Objekten machen.
Allerdings, wenn ihr euch jetzt mal fragt, wie entwickle ich eigentlich mal so einen Shader? Also ich mache so ein. Perfekt, komplett falsch geschrieben. Realistic Shader. Ruf da. Jo, perfekt. Das ist kompliziert. Das erkläre ich für in dem Video für Pros. Das ist nur fortgeschritten. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert. Naja. So. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ich in dem Vor-Tutorial alles zeigen soll. Ob ihr da irgendwo Probleme habt. Aber ich sag euch jetzt schon mal prinzipiell. Wenn jetzt ein Fahrstuhl, müsst ihr zum Beispiel Elevator eingeben, meistens ist es auf Englisch, und dann kommt das hier halt, ne? Allerdings habe ich schon im letzten Video erwähnt, ist es halt nicht zu empfehlen, weil ich es dir zeigen. Wo ist es? Hatten wir jetzt mal Glück, dass wir jetzt nicht eins mit Virus erwischt haben. Allerdings kann ich euch es echt nicht empfehlen, sowas zu nehmen. Ja klar, wenn ihr jetzt mal irgendwie nur das Modell braucht, also jetzt keine Ahnung, Obi-Part. Wenn ihr mal wirklich komplett ideenlos seid und nur das Modell braucht, dafür jeden Skript hier rauslöscht, müsst ihr wirklich genau gucken. Dann ist es ja okay für euch, aber ihr müsst damit selber zurechtkommen, wenn euer Game denn gehackt wird. Ich kann es euch echt nicht empfehlen. Tut's nicht. Weiß ich nicht, ne? Ach, und übrigens, ah ja, wenn ihr jetzt sorry, HD Admin habt, ist cool, muss man echt mal sagen. Man kann auch natürlich customizen und so, aber wenn ihr das hier selber entwickelt, das ist natürlich sehr schwer selber zu entwickeln, da gebe ich natürlich auch zu. Allerdings, den könnt ihr einfach sagen, wenn ich / emergency Alert System oder so reinknalle in den Chat, dann wird das ganze Spiel delete. Könnt ihr halt auch machen. Gut, das ist jetzt mit dem Spiel delete ein bisschen übertrieben, aber sowas in der Art. Das meine ich. Ja, Digga. Naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ich in dem Vortutorial noch machen soll. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, euer Gameplayer 100. Obwohl, wer bis jetzt noch geschaut hat, ja, da habt ihr richtig gehört. Wenn ihr übrigens mal auf Plugins geht, und dann halt hier drauf, ne? Und dann könnt ihr euch hier auch Plugins reinziehen, ne? Wollte ich noch am Rande gesagt haben. Okay, Leute. Wer bis jetzt noch geschaut hat, also wirklich mein Respekt an euch und mein Dank auch an euch, wer bis jetzt geschaut hat. Wirklich mein Respekt. Denn ich wollte auch schnell was sagen. Ich stelle mein Game, Operation Game Center, online. Also ja, also online ist es. Aber ich werde es für alle zugänglich machen, die in meiner Gruppe sind. Die heißt, perfekt, erstmal nachschauen. Nein. Perfekt.
Und zwar, die heißt. Gott, bin ich zu blöd, den Namen auszusprechen. Gameplayer Studio YouTube. Jo. Die Bindestriche müsst ihr übrigens mitschreiben. Jo. Wenn ihr da reingeht, braucht auch keine Anfrage dafür. Könnt ihr einfach reingehen. Dann füge ich euch hinzu. Müsst ihr dann nur noch mal bei Roblox Studio gucken. Kann aber ein, zwei Stunden dauern. Vielleicht sogar einen Tag. Naja, schreibt in die Kommentare, was ich noch im nächsten Video dran nehmen soll. Und schaut euer Gameplayer 100. Tschüssi.